200 MB Download zu Hause. Ja, einen kompletten Rundgang hat Niklas auch nicht gemacht. Dafür ist Freaksway zu groß. Und in manchen Sektionen ist auch Filmverbot. So, los geht's. Phoenix One gegen Envy. Spiel Nummer 2. Wir haben Lissandra und Swain gebannt. Lissandra, denke ich, nach diesem Spiel absolut berechtigt. Ninja hat extrem stark damit gespielt. Man natürlich auf der... Und das, deswegen verstehe ich das jetzt überhaupt nicht. Warum der Nidalee-Bann, wenn du doch auf der Blue-Side bist? Das macht null Sinn. Normalerweise ist der Vorteil auf der Blue-Side, dass du einen First-Pick hast und dann zum Beispiel den Nidalee offen lassen kannst, weil du sie ja First-Picken kannst. Zeigt einfach, dass Sentinel offensichtlich kein guter Nidalee-Spieler ist. Damit hätte man einen Kindred First Pick und das sind diese beiden Prio-Jungler. Man entscheidet sich trotzdem, Ryze zu bannen, sodass Phoenix One eigentlich damit fast schon Kindred First picken muss im Prinzip. Oder Vladimir, stimmt, der ist auch noch offen. Das ist die andere Variante. Vladimir ist genommen. Jetzt gehe ich davon aus, dass wir einen Kindred sehen werden, wahrscheinlich von Proxine. Vladimir ist ein Stück weit Flexpick, aber wird auch eher in der aktuellen Meta auf der Midlane eingesetzt. Ja, man könnte jetzt wirklich Support und Jungle picken. Das wäre so eine Variante. Oder man hat eine AD Carry Präferenz. In Korea zum Beispiel ist Ashe sehr beliebt. Hier in NA noch nicht ganz so durchgekommen. Oder nur vereinzelt, nicht bei allen Teams. Ja, Karma und Ezreal. Also man nimmt nicht die Kindred. Das verwirrt mich ein bisschen. Man pickt stattdessen die Botlane, Karma und Ezreal. Hat vielleicht noch was Interessantes vorbereitet. Im Übrigen sind es nicht 100k, sondern 1000k. Upload. So, wirklich 1000. Gut, Sivir, da bleibt man sich treu. Phoenix One. Sivir selbst als Pick natürlich ein starker Pick. Ist auch ein Utility AD Carry mit der Ultimate. Auch das Spell Shield macht sich hier sicherlich nicht verkehrt, aber Ezreal Karma wird sehr, sehr hässlich sein, gegen zu spielen. Also ich gehe schon fast davon aus, dass man wieder einen Lane Swap sehen wird. Die Kindred war klar. Und jetzt pickt man selbst die Irelia und Olaf. Wow. Okay. Der Olaf-Pick synergiert natürlich gut, auch mit der Karma dann wiederum zusammen. Wobei natürlich hier auch eine Sivir schön gewesen wäre, aber man hat ja nicht alles haben können. Man hat sich bewusst für den Ezreal entschieden. Man hat unglaublich viel Damage, auch generell Olaf in die Meta wieder zurückgekommen. Irelia auf der Top-Lane. Dafür hat man sich entschieden. So Picks wie Maokai sind einfach mehr und mehr raus jetzt. Vor allem gegen das Team wäre... Ja, wobei gegen den Vladimir gar nicht mal so schlecht. Aber wir sehen einen Shen. Und dass Vladimir Midlane wird, davon gehen wir einfach mal aus. Das war sowieso klar. Also davon sind wir sowieso ausgegangen. So rum ist richtig. Wir haben den Bart als Support. Also Sivir Bart. Da bleibt man sich treu. Bart hat mal ein paar gute Ultis gesehen und auf der Midlane Anivia, die momentan immer wieder gerne gegen Vladimir gepickt wird und auch sehr gut gegen ihn funktioniert. Überhaupt ist der Anivia-Pick, der gefällt mir richtig gut jetzt von Ninja, weil Anivia ist einfach auch unglaublich gut gegen jedwede Combo mit Sivir. Ja, du willst reinlaufen, zack, da ist eine Wand, da kannst du nicht weiterlaufen. Olaf gegen eine mögliche Syrah. Nein, das passiert nicht, wenn eine Syrah gebannt ist. Aber ja, die Anivia gefällt mir richtig gut. Vor allem, sobald du halt deine Ulti hast, klärst du halt einfach die Vasallen komplett weg. Dann ist dir der Vladimir auch egal, du scalst halt ebenfalls. Also,
Starke Picks hier. Wieder gefällt mir Envy ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Wobei, ja, auch da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen anders gepickt oder so. Aber das ist letzten Endes auch ein Stück weit Präferenz der Spieler oder auch Strategie, die man hier vorher gehabt hat. Ja, Olaf generell, der wird einfach komplett durchmarschieren. Bin mal gespannt, wie da Olaf gegen Kindred im Prinzip performen wird. Und Shen als globalen Pick, damit hat man diesmal selber ein bisschen mehr globale Präsenz auf Seiten von Phoenix One. Man ist ja sowieso auf ein bisschen mehr Catches gegangen. Mal schauen, ob das diesmal besser funktionieren wird. Also wieder das Umschalten, was hier Probleme macht. Ihr seht's. Ja, los geht's. Phoenix One gegen Envy. Spiel Nummer 2. Und steht 1-0 für Envy. Sollen sie das auch gewinnen, werden sie weiterhin den ersten Platz in der NALCS-Tabelle belegen. Hatte nicht unbedingt jeder so auf dem Zettel. Vor allem, wenn man so die Spielernamen jetzt sieht. Phoenix One hingegen würde dann 0-4 nach wie vor den letzten Platz belegen. Diesmal keine frühen... ich will mich doch nicht festlegen, Summoner. Aber hier, der Bardstone war tatsächlich nicht schlecht. Und natürlich gesehen durch den Ward. Und da sieht man auch, wie wichtig diese frühen Wards da durchaus sind. Entsprechend sieht auch Piran die Chance, Ninja da nochmal von abzuhalten, Base zu gehen. Ist jetzt nicht ganz so tragisch, man sieht die Lebensleiste. Hier wird das einfach nochmal ein bisschen hoch regenerieren, auch ohne Base zu gehen. Das wird nicht spielentscheidendes sein. Ja, was wir häufig sehen, ist diese Jungle Mastery auf Vladimir. Einfach damit er noch mehr Leben haben wird. Und Vladimir steht natürlich Leben unglaublich gut, allein auch durch seine Passive. Generell sehen wir Vladimir auch sehr früh immer wieder mit einer Geistessicht. Auch das ist ein Item, was ihm sehr gut steht. Vor allem gegen eine Anivia. Ich meine, du hast ja sowieso mal AP in der Mitte oder fast ausschließlich. Selten mal ein Adela gegen dich. Trotzdem finde ich diesen Anivia-Pick sehr, sehr gut, weil Anivia kann sicher farmen. Anivia ist, sobald sie Level 6 hat, sowieso immer in der Lage, die Wave reinzupushen. Komme, was wolle. Also damit sehr, sehr früh sehr viel Druck auch rauszuüben. Sie skaliert auch gut und wie gesagt mit der Wall allein schon auch gegen jedwede Sivir-Komp. Und Anivia hat ebenfalls auch sehr stark profitiert einfach von den Item-Änderungen. Also gerade so die Änderungen, die man dann auf dem Katalysator hat. Die stehen an Anivia sehr, sehr gut. Vladimir interessanterweise selber noch mit Geist als Beschwörerzauber mit dazu. Was wir hier sehen, ist diesen typischen Lane-Swap. Ist natürlich klar, dass Phoenix One diese 2 gegen 2 Lane hat nicht spielen wollen. Wobei man sagen muss, auch Envy wird sich nicht ärgern, dass sie hier einen Lane-Swap haben. Ärgern wird sich hier allerdings Ninja, da geht es nämlich früh auf ihn. Sentinel mit dabei, stellt die Wall, allerdings Sentinel hat das Ganze geflasht, jetzt kommt Proxy mit dazu. Man hat natürlich noch die Eye-Form und Sentinel abgeräumt, Proxy rasiert durch und Seraph kommt auch nochmal mit dazu. Aber es reicht nicht für den zweiten Kill. Dafür hat man jetzt das Teleport dann genutzt. Aber da sieht man mal, was ein Olaf an Damage rausknuspert. Stark. Von allen Beteiligten auch sofort der Flash natürlich über die Anivia Ball. Da werden wir gleich nochmal ein Replay sehen. Vor allem stark von Proxy, der vorhin auch schon ein starkes Spiel gemacht hatte. Und war da sofort auf Zack. Ja, jetzt werden wir es nochmal sehen. Vor allem, das war ja instant. Mit der Wall quasi kam der Flash zusammen. Ja, und dann ist Proxine einfach am Start.
Räumt auf. Hier hat es dann nicht mehr ganz gereicht. Zumindest Damage und Geist hat man ja auch nochmal gezogen. Ja, was ich vorher noch gesagt haben wollte, auch Envy wird sich über den Laneswap nicht ärgern, weil das führt einfach dazu, dass ein Ezreal einfach den langsamsten Start überhaupt hinlegen kann. Sprich, einfach mit einer Trainer und einer Sichel. Beides Items, die den Start halt sehr hinauszögern. Er hat sowieso mit einer Träne ein Item, wo er erst skalieren möchte. Ja, geht also nicht zum Beispiel mit einem Riesenschwert wie die meisten anderen AD Carries zurück auf die Lane. Wobei sie ja auch da eine kleine Ausnahme ist. Meistens hast du auch hier Clawfields Hammer als erstes, weil du ja über den Essence Deep baust. Nichtsdestotrotz die Sichel noch mit dazu. Standard, wenn wir hier solche Lane-Swap-Szenarien sehen. Oben hatten wir sogar noch den Teleport von Brandini gesehen. Man hat da die Top-Lane getauscht. Auch das ja neuerdings möglich, dadurch, dass wir Best of Threes sehen und keine Best of Ones mehr. Konnte er machen, dadurch, dass Sera vorhin in der Situation auf der Midlane ebenfalls TP war. Deswegen konnte er seins verwenden, dass man diesen Turm da bekommen hat. Insgesamt ist Envy natürlich ein Stück weit schneller, was Türme pushen angeht, wenn man den Olaf mit dazu zieht. Wobei, ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, wie Kindred. Aber man sieht hier im Farm schon deutlich vorne. Wieder ist es der erste Drachen Luftdrache. Scheint so sehr beliebt zu sein. Und hier die Flashes. Proxine hat man trotzdem nicht bekommen. Seraph springt in die Bresche. Und sorgt hier dafür, dass Proxine sicher wegkommt. Er hätte ja auch ebenfalls Geist zünden müssen. Im Übrigen Ninja mit dem verlorenen Kapitel auf Anivia. Aber das ist Standard dieser Tage. Generell Morellos ist natürlich ein schnelles, gutes Item. Du hast nicht mehr dieses ganz krasse Scaling mit Katalysator und Trainer auf Anivia, aber gerade die über die Passive dieses Items stehst du sehr, sehr gut da. Gegen einen Vladimir, der viel über die Regeneration macht und als erstes Item, man sieht, ich habe es angesprochen, mit dem Zündjuwel auf die Geistessicht gehen wird. Nächster Drache ist schon wieder so ein Wolkendrachen. Ja, demzufolge auch ein Blue Buff, eine schöne Sache für jeden Midlaner nach. Oh, hier kommt die magische Reise. Haku muss aufpassen. Hat noch Flash, nutzt es auch und wird trotzdem von Slushy abgeräumt. Der hätte ein bisschen eher flashen müssen. Wenn er flasht, dann muss er es eher tun. Aber das war auch stark. Das war stark von Gate, der hier nach wie vor zeigt, dass er einen starken Bart spielt. Auf der anderen Seite Ninja zeigt hier mal Piran, wo der Frosch die Locken hat. Auch hier der eigene Blue Buff wird umkämpft, aber Sentinel auf der anderen Seite smitet ihn. Nachteil natürlich trotzdem dann ein Stück weit, weil der Jungler einen Blue Buff hat. Wo man in dem Fall sogar sagen muss, wer denn sonst? Also gut, klar, ein Vladimir, aber er hat natürlich auch keinen Mana. Was man jetzt sagen könnte, er müsste unbedingt... Oh, Ninja geht hier auf den Dive. Entzünden tickert durch und es reicht aber für Piran, das zu überleben. Dadurch, dass er halt sofort auch in die Pfütze gegangen ist und da nicht nochmal ein Auto-Attack oder so durchgekommen ist von Ninja. Ganz, ganz stark gemacht. Er kriegt ihn trotzdem weg. Ärgerlich für ihn aber selbstverständlich, dass er das Flash hier hat genutzt, während Piran das nicht nutzen hat können. Na, Gate kommt hier Tacken zu spät. Es ist sogar hinterher noch geflogen. Das ist natürlich dieses immer wieder sehr interessant, auch selten, aber wenn du in dem Moment attackierst, wo er gerade zurückgeportet wird, dann fliegt tatsächlich der Angriff noch hinterher.
So, jetzt noch der Katalysator von Ninja. Wie gesagt, man baut nicht mehr diese Träne und Katalysator-Variante, sondern man baut mit diesem Morellus noch dazwischen. Trotzdem sollte man den Katalysator früh haben und den Stab der Zeitalter früh. Ja, auf der anderen Stelle ist auch Mana sehr, sehr wichtig. So, jetzt Brandini, du wirst da nicht wegkommen. Ah, doch, kommt er! Mit Flash in sein Team rein, Seraph! Die Kindred Ultimate nochmal gezogen. Nützt ihm natürlich nochmal eine ganze Menge. Mehr Seraph mehr als im Restpill und kommt mit dazu, aber jetzt kann aufgeräumt werden. Phoenix One holt sich hier gleich zwei Mann und mit der Bart Ultimate vielleicht auch Ninja. Nein. Da bleibt es bei ihm vielleicht. Ganz stark hier diese Falle gestellt. Ich habe ihn da eigentlich schon sicher rausstürmen sehen, aber ja, dass dann damit rotiert ist, vor allem auch wieder Gate, ist jetzt schon mit beteiligt, 100% Kill-Beteiligung, zusammen mit Sentinel. Macht ein wirklich klasse Spiel auf Bart, aber hat er davor auch schon. Waren allerdings im Verliererteam. Könnte fast meinen Bart-Main hier. Zunächst, man hat es euch sicher geglaubt, aber wer kann denn bitteschön ahnen, dass man von da hinten mit Sentinel und Gate kommt. Hat niemand gedacht. Und jetzt zieht man sogar noch die Kindred Ultimate und rettet damit zunächst noch Seraph. Erst einmal Sentinel flasht weg. Aber sie überleben dann beide. Und als Empyrean dazugekommen ist, gibt es den nächsten Kill noch. Ninja zwar mit der Bart Ultimate getroffen, aber man hat ihn nicht mehr abräumen können. Ja, das sind immer wieder diese starken Trades, die du als Anivia halt machen kannst, wobei du als Vladimir mit der Pfütze gut reagieren kannst, dennoch. Wobei, wenn das Q trifft, dann geht das natürlich nicht. Nur das kannst du als Anivia nicht so frei feuern, wenn du gegen Vladimir spielst, weil dann, wie gesagt, wird er das mit der Pfütze einfach dodgen. Dafür fliegt das Projektil einfach sehr, sehr langsam. Vom Gold her ist man trotz der Kills sehr, sehr ausgeglichen. Aber vielleicht einen kleinen Vorteil, wenn man den denn sehen möchte bei Envy. Türme steht es 2-2 durch den Lane-Swap, aber das Gold liegt größtenteils der Unterschied im Jungle, wo Proxine einfach wesentlich zügiger unterwegs ist als Sentinel. Und hier Anivia einfach mal drauf, Sushi im Stun und Ninja macht das im Prinzip solo. Dass Haku dabei war, hat hier eigentlich keinen Einfluss gehabt. Letztlich im 1 gegen 2 da so den Kill, das hat Sushi komplett unterschätzt. Und er stirbt mit Flash ab, indem er vom Anivia Q getroffen wird. Und das ist ein hartes Missplay von ihm. Das darf nicht passieren. Wenn dich Anivia so mit dem Q treffen kann, obwohl du einen Flash hast, das führt hier zu einem Kill. Allerdings auf deiner Seite Bart Ultimate. Ninja mit wenig Mana, sein Ultimate auch schon mal raus. Wird hier vom Bart gestunt. 14 hinterher. Will an den Turm. Er weiß, er hat die Eiform noch. Aber schützen tut ihn ein bisschen nicht. Wird abgeräumt von Pyrian. Auch da hätte er selbst noch Flash gehabt. Hat sich das hier aber aufgehoben. In dem Fall sogar zurecht, weil tot wäre er sowieso gewesen. Wobei man sagen muss, er hätte die Bart-Ultimate flashen können und dann wäre er safe gewesen. Also auch hier, Leute, spart nicht mit eurem Flash, das hätte ihr zwei Kills verhindert. Hätte er die Bart-Ultimate geflasht, wäre er safe. Da lege ich mich fest. Große Vasallenwelle für Brandini, der sich jetzt den Farmvorteil hier im Prinzip dadurch erkauft, dass er jetzt die Vasallen auch nochmal selber weiter tankt. Will natürlich, dass Lane ihn reinpusht und nicht an den Turm getragen wird.
der Phase kann man es machen. Aber jetzt kommt der Dive für den Flash, aber ran. Ninja! Slimet da wieder mal den Slushy mit dem E. Verstärkte Schaden auch dadurch, dass er vorher gefroren war noch. Ganz stark hier. Ninja macht seinen Namen auch alle Ehre. Und Slushy sieht jedes Mal ganz schlecht dabei aus. Diesmal hat er sogar das Flash verbraten. Und Ninja hält sein Flash wiederum wirklich auf Cooldown. Und zwar offensiv. Dentist wäre stolz. Es sind offensive Flashes, die wir von einer Anivia sehen. Nächste Drache ist der Meerdrache noch und damit jetzt noch keiner der wirklich interessanten Drachen. Trotzdem für Envy sagt, dadurch, wenn man später den anderen Drachen holen sollte und die stärkere Mini-Ignite hat, also diesen Damage-Overtime des absoluten Schadens, ist natürlich jeder Drache interessant. Nichtsdestotrotz würde man sich wahrscheinlich lieber eher einen Berg- oder Höllendrachen wünschen. Slushy in diesem Spiel generell nicht ganz so stark. Muss ich auch sagen, als Sieger hast du ja eigentlich auch nochmal ein Spellshield. Plus, ja, im Farm durch die zwei Tode, durch die zwei Snipes, beide Male durch Ninja. Und auch jetzt extrem weit zurückgefallen im Vergleich zu Lot. Der hat zwar noch keinen Kill, aber dürfte trotzdem etwas mehr Gold haben. Oh, hier der Stun. Und dann räumt er wieder mal den Slushy ab. Also der hat hier wirklich Bock zu sterben. In einer 1 gegen 2 Situation holt er den Kill. Und wieder Sivir. Also Slushy sieht alles andere als gut aus. Gerade noch kritisiert. Und dann kommt die nächste Szene gegen Irelia. Da kann halt Gate relativ wenig auch machen. War natürlich nicht ganz so klasse, nichtsdestotrotz. Es gilt hier möglichst diesen Turm zu behaken. Den willst du haben. Ihr Leben hat er nicht mehr. Und gerade in solchen Situationen ist auch wieder eine Sieve wichtig mit ihrem Wave-Tier eigentlich. Wenn die aber jetzt mal wegstirbt, dann ist es natürlich schwierig, was Wave-Tier betrifft. Alle anderen müssen doch relativ nah ran dafür. Pink Ward verteidigt. Da wird auch über die. Oder wirklich um die kleinen Dinge hier gekämpft, jeweils. Trotzdem, der Gesamteindruck bleibt, dass Envy das überlegenere Team ist. 1-0 in Führung, allerdings auch nicht verwunderlich, dass das der Fall ist. Und das dürfte jetzt auch der Turm gewesen sein, der ist nicht mehr zu verteidigen. Es sei denn, mit der Bard-Ultimate, allerdings schöne Sidesteps hier, Sibi-Ultimate und man kann nicht diesen Catch landen, den man sich eigentlich erhofft hat. Na, da war auch die Bard-Ultimate nicht ganz so geschickt. Also, das Ding ist, er hatte eigentlich viele Leute im Target, aber dadurch niemanden so wirklich im Zentrum. Und dadurch konnte jeder mit einer halbwegs vernünftigen Reaktion einfach rauslaufen und musste nicht mal einen Flash nutzen. Das ist manchmal besser, weniger Ziele aufs Kreuz zu nehmen, dafür allerdings dann etwas zentraler anzuvisieren. Und Ninja, der im Prinzip zum gegnerischen Team hinflüchten musste, ist trotzdem noch weggekommen, trotz der Sivir-Ultimate. Die zugegeben auch ein bisschen spät gesetzt wurde. Also auch das hätte man vielleicht ein bisschen besser timen können. Das sind Kleinigkeiten, aber man muss hier davon ausgehen, wir sind in der höchsten amerikanischen Spielklasse und hier werden vergleichsweise wenig Fehler gemacht, sodass kleine Fehler ebenfalls zum Tragen kommen. Einfach weil die Spieler auf so einem hohen Niveau spielen.
Oh, Proxy trifft hier natürlich eine Axt nach der anderen. Thunderlords auch nochmal raus. Pirin allerdings nicht bekommt. Sentinel mit Ultimate Ninja muss wegspringen mit der Arcane-Chip. Pirin hinterher mit Brandini. Aber der will trotzdem nicht sterben. Jetzt hat Seraph Sentinel bekommen. Pirin steht vorne. Er will Ninja. Und Ninja kriegt Brandini. Selber allerdings keine Eiform mehr. Deswegen auf der anderen Seite ebenfalls abgeräumt. Aber man dreht nochmal. Und Pirin, du entkommst nicht. Dafür ist Proxy viel zu stark. Den 4-2-Tausch und den Tier-2-Turm obendrauf. Das ist Team Envy, die hier komplett durchrasieren. Muss sagen, Slushy zur Abwechslung mal nicht gestorben. War erst doch sonst immer, der Erste war. Diesen Drachen sollte Envy jetzt auch bekommen. Den nimmst du einfach jetzt im Vorbeigehen quasi. Schlagen en passat, nennt man das, aus dem Schach. Die Bonus-Regeneration. So, jetzt nochmal die Bard-Ultimate. Man will Ninja. Kann man ihn verteidigen, ist die Frage. Er kann aber die Wall setzen. Seraph stellt sich wieder zu. Viel Schaden auf ihn. Hat natürlich immer noch keinen Pass mehr da. Deswegen abgeräumt. Kampf am Turm. Auch Seraph hat man bekommen. Stark gemacht von Phoenix One hier. Und stark gemacht ist ein Schweinsteiger. Jawohl. Haku. Double Kill. Sie wollen mehr. Sie wissen, wenn, dann jetzt. Wenn, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, wieder Gold gut zu machen. Durch den Turm. Envy sollte ja auf keinen Fall weiterkämpfen. Tier 2 Turm. Proxyn würde gerne, aber kann nicht. Nicht alleine. Und da muss man sagen, wieder eine Bard Ultimate und dann Fehler von Envy. Hier hätte man im 2-2 bei Ninja sterben sollen. Nochmal die Situation. Bard Ultimate ganz, ganz stark. So, und dann stehen sie natürlich sehr ungeschickt. Der Stun dann auch auf Ninja und Ricochet geht auch komplett durch. Und da hätten sie sich hier zurückziehen sollen. Wollten trotzdem nochmal kämpfen, was Haku das Leben kostet, für einen Double Kill sorgt. Und dann bleiben nur noch Proxine und Lot übrig. Letzterer musste sogar noch flashen und die beiden Türme verliert man trotzdem. Ja, jetzt ist die Frage, ob auch Envy ein 2-0 machen kann. Nicht nur wie Deutschland. Aber Phoenix One hat gerade nochmal ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Und es war ganz, ganz gut von ihnen gespielt. Aber solche Fehler musst du ausnutzen. Erneut wieder auch Gate, der mir unglaublich positiv auffällt. Zusammen aber mit Sentinel. Auch er hat eine 100% Kill-Beteiligung. Phoenix One jetzt dabei, diesen Turm nochmal zu gehen. Und wieder die Bard Ultimate. Diesmal kann man allerdings nicht auf einen Dive gehen. Auf der anderen Seite versucht allerdings Proxine das Play zu machen. Läuft damit Ragnarök einfach komplett durch, genauso wie die Ezreal Ultimate. Vielleicht ein bisschen zu offensiv. Kann ja auch nicht alles gelingen. Aber zumindest bekommt man sie hier vom Turm weg und das ist wichtig. Man zeigt allerdings hier, Phoenix One kann durchaus stark in die Teamfights gehen. Allerdings diese Engstelle, da solltest du nicht gegen Anivia kämpfen. Und das ist der Grund, wieso. Allerdings nicht die beste Wall und ein Shen kommt da auch rüber.
Phoenix One ist momentan das Team, was hier deutlich besser rotiert, was den Ton angibt. Liegt allerdings auch daran, man ist auf Seiten von Envy am Baron dran und versucht, diesen jetzt zu bekommen im Tausch gegen den Tier-2-Turm. Ob das jetzt allerdings ein guter Tausch ist, ist die Frage. Wenn sie einen Hibitor-Turm verteidigen können, dann würde ich sagen, ja, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Sie bekommen den Baron, aber die Frage, können sie diesen Turm verteidigen? Man hat den schnellen Backport. Phoenix One muss zurück und können es dank des Smart-Tunnels auch. Also von daher, Tier-2-Turm gegen Baron, dann nimmst du lieber den Baron, weil du in Folge davon in der Regel auch Türme erhältst mit dem Baron-Buff. Das ist zumindest das erklärte Ziel. Und jetzt ist auch zum ersten Mal in dieser Serie so, dass Phoenix One mehr Türme hat als Envy. Nämlich mit 5:4. Trotzdem ist Envy im Gold vorne. Vor allem aufgrund der AD Carry Position, aber auch der Baron Buff spielt hier mit rein. Die Drachen geben zwar kein Gold, aber auch da zeigt sich, waren sie sehr fleißig, was diese Objekte angeht. Und werden jetzt auch weiterspielen. Mit Irelia haben sie einen starken Split-Push-Champion. Bart Ultimate und wieder Ninja getroffen, der wieder nicht geflasht hat. Das jetzt nachholt, dann vom Bart dann getroffen wird. Teleport. Man sucht hier den Kampf nun. Shen Brandini ist noch nicht teleportiert. Muss hier erst die Vasallen noch vom Turm abhalten. Damit da nicht zu viel Schaden noch passiert. Trotzdem wird man diesen Turm jetzt aufgeben. Vollkommen zu Recht. Denn man kann ihn hier aktuell nicht verteidigen. Man müsste schon komplett YOLO den Engage reinsuchen. Allerdings hat man die wichtige Sivir und die wichtige Bart-Ultimate nicht, um hier den Engage zu wagen. Das sind also, im Prinzip ist das ihr einziges Engage-Tool, Sivir und Bart-Ultimate. Wenn das wegfällt, müssen sie hier zuschauen, wie es hier Turm um Turm ihre Basis zerrippt. Brandini macht das Beste draus. Es würde keinen Unterschied machen, ob er jetzt beim Team wäre oder nicht. Deswegen geht er in den Split-Push rein und bringt nochmal die Vasallenwelle ran an den Inhibitor-Turm. Denke, da wird Envy gleich zurück müssen. Oder sie erzwingen jetzt hier den Teamfight. Das sind die Optionen, die sie haben. Drauf geht's! Engage-Turm ist hier fast schon Geschichte. Proxyn holt ihn einfach mal. Als Olaf hier kein Problem. Und dann gibt der Gasbrand ihn von hinten. Versucht dann natürlich nochmal den Play zu machen. Reicht nicht ganz. Sera bis 300 Zentil. Kindred Ulti entsprechend schon mal raus. Ninja mit der Ultimate. Kann er da was machen? Wo kommt sie? Wo bleibt sie? Die schöne Wall gegen Gate. Der setzt aber seine Ultimate rein. Zahlt allerdings. Zahlt er mit dem Leben? Nein! Der nutzt den Bartunnel und kommt raus. Auf der anderen Seite Imperium. Der einzige Überlebende aus dem Massaker da drüben. Auch dann noch abgeräumt worden. Lebensverlängernde Maßnahmen mit dem Zonas. Und das war's. Das reicht. Das reicht Envy fürs 2:0. Und das war eines ihrer schnelleren Games bisher. Stark. Ja, das zeichnet natürlich auch ein klasse Team aus. Zu Recht stehen sie momentan auf Platz 1. Ja, das reicht ein Fehler zum Beenden hier, dieser eine Teamfight. Team Envy 2, Phoenix One 0. Wobei viele hier auch ein 2:0 erwartet haben. Wenn man sich die Tabellensituation anschaut, 0-4 und 4-0. Spielen unerwartet stark, das hat nicht jeder auf dem Zettel gehabt. Auf Deutsch nennt man sowas Zerrippung. Aber wie gesagt, verdient. Hatten über weite Strecken das Spiel unter Kontrolle. Kleinen Durchhinger im Midgame. Lag allerdings auch an einem starken Gate, also auf Bart. Ja, was willst du machen? Da kannst du nicht mehr viel machen. Vorbei ist es hier jetzt sowieso, aber noch nicht mit dem Stream. Denn wir haben noch CLG gegen Cloud9.
in meinen Augen das bessere Spiel jetzt, was kommt. Ja, auf das dürft ihr euch sehr, sehr freuen. Ja, Fußball ist zwar auch vorbei, deswegen habt ihr es jetzt rechten Grund einzuschalten und vor allem auch die beste Ausrede in ALCS durchzuziehen, denn wenn morgen eh alle müde sind wegen des Deutschlandspiels, ja, dann könnt ihr auch jetzt noch die ALCS schauen, weil, wie gesagt, es werden eh alle müde sein. Ja, euer Chef wird da bestimmt auch Verständnis für haben. Ich hab's auf jeden Fall. Zur Not schreibe ich euch eine Entschuldigung. Ja, sei denn, ja, ihr seid jetzt nicht fleißig auf Hashtag LCS Gear Twitter, dann gibt's auch keine Entschuldigung für euch. So schaut's aus. Also, liebe Leute, wir sehen uns nach einer kurzen Pause dann gleich wieder mit dem nächsten Spiel dann mit CLG gegen Cloud9. Bleibt dran, freut euch und fackelt eine ordentliche Party ab. Für mich, in dem Sinne.